Yo Leute, es geht wieder weiter mit MetaZoo. Heute geht es um das Thema Flight, also das Fliegen. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann bleib einfach dran. Okay Leute, ich würde sagen, wir legen sofort los. Es geht also um das Fliegen und woran erkenne ich nun, ob ein Beastie fliegen kann? Ganz einfach, Leute. Und zwar hieran. Ihr seht oben links, also es geht jetzt um die sogenannten Traits, also die Charaktereigenschaften, die jedes Beastie hat oder haben kann. Es muss nicht sein, dass hier, also hier links oben sind die Traits, die Charaktereigenschaften. Und manche Beasties haben auch gar keins. Ja, haben gar keine Eigenschaften, aber in dem Fall, ihr seht es schon hier, Piazza Bird hat also Flight, das ist das Zeichen dafür, dass es fliegen kann. Und Houston Batman hat auch die Flight-Eigenschaft, aber ihr seht schon, das ist genauso wie bei diesen Status Indicators. Es kommt darauf an, aus welchem Set ihr diese Beasties gezogen habt. Also Piazza Bird ist zum Beispiel aus Cryptid Nation. Darum sieht dieses Zeichen ein bisschen anders aus. Das ist das alte Zeichen. Und Houston Batman ist aus UFO. Und da sieht das halt so aus. Ja. Und wie gesagt, also hier oben links, ja, ihr seht immer, hier ist so eine Grenze. Und oben links, da sind die sogenannten Traits markiert. Und ihr seht zum Beispiel, Houston Batman hat noch eine andere Eigenschaft. Was das ist, da werde ich in einem späteren Video nochmal drauf eingehen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie das rein spieltechnisch funktioniert, also was Flight bedeutet. Und, ah gut, ich würde sagen, wir fangen wieder wie sonst mit der Theorie an. Da steht alles drin im Rulebook, ja. Aber ich lese euch mal kurz vor, was da so drin steht über Flight. Und zwar: Beasties mit dieser Eigenschaft können nur das Ziel eines erklärten Angriffs durch andere Beasties mit Flight sein. Das heißt also, in der Praxis, wenn wir das jetzt in die Praxis umsetzen, also zum Beispiel, ich habe jetzt hier auf der linken Seite habe ich jetzt Piazza Bird, das hatte ich eben schon gesagt, der kann fliegen. Und wir haben jetzt hier diesen Fire Demon, ja, Flexi-Stow Fire Demon. Da seht ihr schon, der hat keine Eigenschaften und der hat auch dann keine Flugeigenschaften, der kann also nicht fliegen. Und jetzt habe ich hier rechts meinen Houston Batman. Und jetzt möchte ich mit diesem Feuerdemon angreifen. Und jetzt ist es aber so, dadurch, dass der nicht fliegt, kann ich den Houston Batman nicht angreifen. Das heißt, ich muss jetzt also ein anderes Ziel wählen. Das könnten zum Beispiel hier diese Artefakte sein, ja? Blood Ruby. Davon habe ich zwei Stück in der Arena. Oder ich kann halt den Caster direkt angreifen. Und wenn wir das jetzt umdrehen, jetzt ist also hier Dark ist jetzt dran. Jetzt habe ich meinen Houston Batman. Wen kann ich damit jetzt angreifen? Jetzt kann ich Piazza Bird angreifen oder den Fire Demon oder halt den Caster, also den Spieler. Und ihr seht schon, das hat also gewisse Vorteile, wenn man Beasties hat, die fliegen können. Die sind also nicht so leicht erreichbar. Ja? Also mit dem könnte ich den jetzt zum Beispiel nicht angreifen. Aber jetzt kommt's. Was kann ich tun? Ich kann zum Beispiel, wenn jetzt der Houston Batman mein Piazza Bird angreifen will und ich möchte den schützen, was kann ich dann tun? Dann kann ich mit dem hier, kann ich blocken bzw. verteidigen. Und auf die Art kann man also fliegende Beasties aufhalten und auch Schaden zufügen. Aber wie das Blocken bzw. das Verteidigen funktioniert, das zeige ich euch nochmal in einem anderen Video. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass ihr, wenn der Gegner jetzt fliegende Beasties hat, dann könnt ihr diese durch das Blocken aufhalten. Ja? Gut, ich würde sagen, das war's im Prinzip schon. Wie gesagt, es geht jetzt um die Traits.
da werden jetzt noch weitere Videos kommen. Letztens hatten wir die Status Indicator. Das waren diese Dinger hier, ja. Und wir haben jetzt einige Videos vor uns. Da geht es jetzt um die Charaktereigenschaften von Beasties und übrigens auch von Artefakten, denn auch Artefakte können so eine Traits hier oben haben, ja. Ist nicht so, kommt nicht so häufig vor, aber gelegentlich doch. Und es ist auf jeden Fall sehr gut zu wissen, was diese Eigenschaften, was die bedeuten und was die können. Ja? Also Leute, viel Spaß beim Meta zu lernen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Okay, ciao.